So Leute, da sind wir wieder. Neue Runde. Heroes of the Storm. Schwere extreme Helden. Bisher lief ja dieser Schwierigkeitsgrad nicht so gut. Mit Funkelchen haben wir neue Runde, neues Glück. Eine Heilerin, auch eine Meta-Heilerin. Also wird sehr stark, wenn sie gespielt wird in Turnieren und so weiter. Kann Gegner Schaden zufügen mit ihrem arkanen Leuchtfeuer. Kann Gegner verwandeln, also Hexen auf Englisch, und wird außerdem die Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Feenstaub erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit eines Verbündeten und gewährt Zauberpanzerung. Lindernder Nebel bedeutet, du drückst auf D und alle um dich herum werden quasi geglänzt, also von Betäubungen, Verlangsamungen und so weiter befreit. Alle 4 Sekunden werden Verbündete in der Nähe geheilt. Und da kommt auch ihre Heilung her. Sie heilt ziemlich viel, aber halt passiv. Beistand ist dann eine aktive Heilung als heroische Fähigkeit. Du teleportierst dich zu einem Verbündeten und heilst eben ein bisschen. Oder du gehst auf Smaragdgrüner Wind, womit du Gegner wegdrücken kannst. Normalerweise gehe ich hier auf Beistand und in die Talente relativ aggressiv. Also ich gehe dann hier auf die Verwandlung, dass es aus höherer Entfernung gecastet werden kann. Und auf 16 ist dann, dass die Panzerung von verwandelten Gegnern verringert wird, um sie down zu kriegen. Außerdem wird die Abklingzeit ordentlich verringert, wenn ich einen verwandelten Gegner mit meinem arkanen Leuchtfeuer im Zentrum treffe. Nämlich im Zentrum macht es Bonusschaden. Wiederum auf Level 4 mache ich, wenn ein Gegner im Zentrum getroffen wird, wird dessen Abklingzeit verringert. Also du kannst hier ziemlich, also beide Fähigkeiten die Abklingzeit jeweils verringern, um so dann mehr deine Fähigkeiten rauszuballern. Aus dem verlangsamt dann das Zentrum, hier muss ich dann gucken, irgendwas auf Feenstaub und ja. Teilweise wird auch genommen, das ist glaube ich auf Level 1, genau, erhöht die Heilung. Und in der Nähe getötete Gegner verringern die Abklingzeit von Phasenverschiebung um jeweils 1 Sekunde, dass du halt schneller an Ort und Stelle bist. Ja, mal sehen, ich glaube nicht. Mir gefällt diese Idee mit der Verwandlung und so, gefällt mir besser. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen. Dauert anscheinend ein bisschen. So, weiter geht's. Haben wir doch noch ein Spiel gefunden. Und wir haben einen gesilenceden Nasibo. Muss nichts heißen. Level 46 muss auch nichts heißen. Die Kombination aus Medivh und Garrosh gefällt mir ganz gut. Bienvenidos a la catedral de las mejores batallas del Nexo. Die gefällt mir ganz gut. Arena está de bote en bote. So, wir haben jetzt die gekonnte Verwandlung gemacht. Dadurch wird mein Schaf hier, meine Verwandlung, ordentlich vergrößert, also die Reichweite. Auf Q habe ich meine Schadensfähigkeit und auf E einen Verbündeten Feenstaub verleihen, Bewegungsgeschwindigkeit und Zauberpanzerung. Kann ich mir auch selber verleihen? Indem ich Alt-E drücke. Dann wird man mal kurz schneller. Dieser blaue Kreis ist übrigens der Kreis von meiner Heilung und auch von meiner. Zack. Haben wir. Sehr schön. Die Heilung, wie gesagt, seht ihr hier, poppt immer wieder so AOE-mäßig raus. Ja, ohne dass ich was machen muss. Ich bin geheilt. Die Gegner haben einen Abatur und der geht auf Minen. Minen sind ekelhaft. Ja.
aktiviert. So, und da haben wir über unsere Teleport einen Kill bekommen. 40 Sekunden. Sehr schön. Mit Brightwing kann man tatsächlich auch ziemlich gut zocken. Und tschüss. Halt eure Wunden, Magen. Tja, hat nicht gereicht. Doch, hat schon gereicht. Wir haben das Camp bekommen. Haha. Okay, sehr schön. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. Wunderbar. Ihr habt mich geheilt. Eine weise Entscheidung. Und zwar schnell. Lasst die Türme feuern. Vernichtet den Rabenfürsten. Den Rabenfürsten in die Knie zwingen. Aua! Oh! Bin ich leider voll in den Stun reingeportet. Kommen die raus? Die kommen raus, okay, gut. Das war halt auch ein bisschen gierig, auf den hier zu gehen. Wir haben doch schon zwei bekommen. Wollen die jetzt hier immer noch rein? Na, kriegen wir nicht mehr. Aber die Erfahrung, da kriegen wir noch. Die Erfahrung kriegen wir noch. Dachte mir, vielleicht kriegen wir die Diva gehext. Oh, oh, oh. Oh, reicht, oder? Ja, reicht. Wir müssen schauen, dass wir hier rauskommen, Leute. Jawohl, sehr schön. Komm mal raus. Nix da. Hey, nice. Sehr schön. So, wunderbar. Okay, okay, okay. So, dann trinken wir mal schnell was. Und gehen nach oben. Eine weise Entscheidung. Auf ihn. Kriegt auch gleich noch die Heilung. So, und dann machen wir die Heilung. Schön.
Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Oh, ich komm raus. Nein, ich komm nicht raus. Ah, die sind halt alles so low. Uiuiui. Ah, das war wieder gut. Nice. Wie er sie immer reinschmeißt. Oh, Genji ist deep. Okay, kriegt den Diva Roboter. Unten war der Abatur grad. Zack! Bisschen Schaden dazu. Verlangsamen. Raus mit dir. Und Heilung. Huh! Ach, das ist die Copy, ne? Oder? Lass die Altäre erscheinen! So, dann gehen wir mal nach oben. Nehmt die Altäre. Auto-Attack, Auto-Attack, Auto-Attack. Jawohl, sehr schön. Bin da. Der Rabenfürst kann mir die Herrschaft nicht absprechen. War das alles? Elige un talento. Erhöht die erhaltene Heilung, ist doch gut. Hey, geht da hin, war klar. Ich bin geheilt. Ihr wisst also, wen ihr zuerst zu heilen habt. Ich danke euch. Okay. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Mana tatsächlich. Nein. Kriege ich leider nichts mehr raus. Waren wir zu deep? Wollten zu viel, mein Mana war zu low. Ich komm mal dazu. Die Altäre sind wieder da. Erobert sie schnell! Ich will jetzt nicht sterben hier. Okay, gut. Dann gehen wir ganz back. Heil mich komplett auf. Geh hier rein. Jawohl, nice. Nix da. Sehr schön.
Uiuiuiui. Okay, und jetzt haben wir die verringerte Panzerung noch. Nice. Aua. Okay, den können wir noch nicht nehmen. Können wir hier machen? Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel geöffnet, der zur Mitte des Schlachtfelds führt. Oh, ich werde meinem Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten. Wer hier zuerst heilen hat. Okay. Was ist ein Globe? Oh, unten? Schnell verteidigen, bevor etwas Schlimmes passiert. Ich greife dich jetzt an. Okay, oh, Abathur ist irgendwo gestorben. Nice. Gut. Okay. Die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen. Werdet ihr zugrunde gehen. Freude für Freunde. Demonstriert dem Rabenfürsten. Okay, sehr schön. Zeit für Aua. Okay, da kommen die Reinforcements. Den können wir einfach rausnehmen. Ah, fast. Muss ich aber raus. Oh, okay. Uiuiui. Ich hab doch nichts mehr. Muss ganz raus. Ich will volles Mana haben. Aber wir führen schon ganz gut. Heißt auf dieser Map tatsächlich nichts. Also wenn es eine Map gibt, wo man Comeback machen kann, dann hier. Sind gleich Level 20. Oben, geht da was? Ne. Geht da was? Ne. Geht da was? Hm. Ich helfe dir mal. Dämlich. Oh, jetzt sind sie drauf, leider. Raus da. Hab dich. Die Altäre uns gehören. Verwandelt! Jawohl, keine Heilung für dich. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir sie alle. Zack! Hat der Abathur dir das Nest, ja? Hier wird wahrscheinlich irgendwo das Nest sein. Schätze ich mal. Aber zumindest eine Mine. Wie ergötzlich.
Kriegen die den? Ja, kriegen. Kriegen den. Okay, den können wir ganz gut. Oh, Abatur stimmt irgendwo. Für eure Heilung gebührt euch Dank. So, den kriegen wir gut raus. Schon dabei. Ihr wisst schon dabei. Also, wen ihr zuerst zu heilen habt. Die Altäre werden bald erscheinen, Helden. Ich hab dich im Blick. Zieht der R Ulti. Warum auch immer. Sie schnell! Der Rabenfürst kann mir die Herrschaft nicht absprechen. Fast. Merci. Uiuiui. Okay, die Gegner haben noch ein Leben. Gehen wir mal ganz back. Weil ich kann mich auch gleich wieder porten. Das ist auch super cool mit ihr, dass man sich, also man portet sich quasi nach Hause, lädt sich auf und kann mit einem Knopfdruck wieder im Kampf dabei sein. Das ist halt echt cool. Geh mal rein. Geh mal rein. Uhui. Und nimm sie raus. Nix da. Super Schaden. Ja, was willst du denn? Und ich bin jetzt noch gar nicht mal auf ihre Fähigkeiten gegangen, dass das super, also dass die Abklingzeit hier verringert wird. Hä? Hä? Was ist das denn für eine Anzeige? GG. Ja, cool. Ah, cool! Und das Spiel war auch gut. Und die Heilung, diese 110.000, das ist nicht wenig. Linear, 115.000, krass. Und die kommen halt hauptsächlich passiv. Du spielst praktisch einen Heiler, ohne dass du Heilungen drückst. Nur meine ultimative heroische Fähigkeit ist ja eine Heilung auf Knopfdruck. Ansonsten musst du gucken, wo sind die Teammates, wer braucht Hilfe, weil du deine kartenweite Fähigkeit hast. Kannst Gegner aus dem Tritt bringen, verwandeln, Panzerung verringern, verlangsamen, deine Teammates dafür beschleunigen, was auch wiederum gut zum Garrosh gepasst hat, ja, weil der braucht irgendwie Movement, um seine Combo zu zünden. War cooles Spiel, hat mir gefallen. Endlich auch mal ein Sieg. Hier bei schwer extrem über die gekonnte Verwandlung, Traumschuss, klebriges Leuchtfeuer, Beistand, Abstauber, Welt der Tiere und unsichtbare Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar. Und den nächsten schweren, extremen Held, ich befürchte schon. Genau. Genji. Bis denne.